Oh, Richtig das ist cool. geil. Hast du jemand gecrashed oder nicht? Naja, aber Brücke hat die ganze Zeit Kani verfolgt und Tolkien hat die ganze Zeit Arguin verfolgt oder andersrum. Ja, es war ein dauernder Wechsel zwischen Arjen und Und mir. Freddy ist einfach so langsam hin und her gechillt. Ich habe einen Crash im Qualifying, aber das war nicht so schlimm. Das kann ich mir hinten raufgefahren. Hast du eine Race gemacht oder Best Time Lap? Wir Race, haben ein Race, Race, richtiges Rennen Race. gemacht, ja. Race. Okay. Aber Nice. trotzdem auch unsere schnellsten, waren auch unsere schnellsten Runden halt. Also Brücke schnellste Runde und wurde auch erster, meine ich. Ja, ich würde das so gerne manchmal machen mit Spielern, aber ich habe so immer Angst, dass das jemand von den Pro-Players. Einfach stirbt, ja. Ja. Ja, wir waren da alle sehr, sehr. Also keiner hat jetzt irgendwie Stress gemacht, so. Bei Ja. was? Ja, beim Fahren meine ich. Keiner ist irgendwie aufgefahren oder wurde wütend oder. Aber ich glaube, da Ja. konnte Leute. man auch nicht großartig überholen, oder? Also, ich Also. bin Doch, einmal also in Brücke reingerammt. wenn du halt gemerkt hast, dass jemand dich überholen will, kannst du auch einfach durchlassen. Das haben auch alle gemacht. Als ich gemerkt habe, ja. Brücke ist zehnmal auch hinter Ich mir hätte die gewesen. Strecke geblockt, links und rechts, wäre mir Als ich egal gemerkt habe, Brücke ist hinter mir, dann soll Brücke seinen Fahrspaß haben, weil er einfach schneller ist als ich. Das war ein sehr, sehr, sehr geiler Move, ja. Das Ja, war nett. natürlich, hä? Das ist halt. Weil Hat der gesch bei Was ist Kani hatte ich so, ich hatte bei Kani zwei Stellen nur, wo ich überholen konnte. Ja, und ich habe die aufgemacht. Ich bin immer noch tiltet. Ich hätte einfach zufahren sollen. Ich hätte schneiden sollen. Ja, einfach mit L1 drüber springen, wo Problem? Ich hatte meine Banane nicht. Ich habe die davor gelegt, leider, und dann konnte er einfach vorbeifahren. Ah. Aber ist Bung nicht der Ja, der hat sich King? renamed. Genau, das ist der Jakob. Ja, der King. Yes. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Was wolltest du sagen, kann ich höre Ich zu. weiß es nicht mehr. Ich bin dumm. Das ist Bist okay. Cool. du Crapo, du bist nur salty, weil du 10 Minuten weniger schlafen konntest. Ja. Ja, schon, ja. Aber Crapo, was gibt's denn Schöneres, als zu unseren Gesichtern aufzuwachen? Ja, natürlich. Normalerweise die Hotel Wake-up-Service müssen wir verzahlen, ja? Ich habe das für viel bekommen. Danke, Noe. Ja. So, fertig. Ich auch. Aber wollen wir jetzt ready sein oder eigentlich? Hä, hey, isst du was? Warum hast du was zu essen? Ach so, Hab ich auch okay. gegessen. Sonst Das sterbe war ich schon gleich. italienisch. Ja, Ich ich auch. Ich hab so Hunger, hab dich im Auge. Wehe, du isst Pizza, bevor ich esse. Die sind so widerlich, diese Regel, Ja, aber die sind echt die eklig. sind echt eklig, Haben wir eine ja. Idee, was wir bannen? Ja, die Stars. Wir haben noch zwei Coaches. Wofür sind die da? Sind die Deko Ja, oder was? stimmt. Ich bin Ich hab hier Deko, ein ja? Multi-OPGG für euch reingepackt, ne? Hier. Ich hab extra einen gemacht diesmal, weil die so gut sind. Oha. Dann sag Hallo. uns mal die Bands an, weil ich habe actually nicht viel Ahnung, was sie spielen. Die spielt erst drei Ja, ich hab Games gern Rice Rice-Fan. gepackt. Ja. Ah, ist Ist guter Adept Band. nicht ein Support und Midlaner davor gewesen? Adept ist ein Support ohne Adept ist jetzt Supporter. Support, ja. Ah. Er spielt Gangplank, keinen Top. Ist egal, denke ich. Der Camille Jax oder sowas? Ich sehe ich jetzt Ist nicht er nicht auf ein dem Schirm. 4-Euro-OTP gewesen? Nö, spielt gar keine Fiora mehr nicht. mittlerweile. Irrelevant? Relevant? Bestimmt mal, ja. Ja. Er spielt gar keine Fiora mehr jetzt. Most played is Gnar, Jayce, GP, Renekton, Kennen, Akali. So, Die waren okay, doch thank you. Shyvana Kha'Zix, ja. Was war unser Bann? Also wir können hier Irelia bannen, wenn ihr wollt. Ja. Und Kann man wenn euch das machen. nichts ausmacht. Und dann würde ich gerne noch Viego bannen. Diego würde ich auf jeden Fall nicht bannen. Warum? Okay. Für wen? Der Jungler von der ist in Viego Main. Lieber Nidalee bannen. Der spielt gar keinen Nidalee. Irai. Also, oder der, nein, nicht gar keinen. Das ist sein viertmeist gespieltes Nidalee. Also ich kenne den als OTP, warte mal, ich muss es schauen. Ich hab's OPGG im Test. SMTS, der heißt Jungle Dream in-game. Ja. Sein viertmeist gespielter, meiste Winrate hat er auf Kha'Zix. Most played ist Viego. Sein viertmeist gespielter ist Nidalee. Ich kann aber Nidalee auch bannen, wenn du willst. Ich weiß aber nicht, wie gut Nidalee Oder wir können competitive ist. Silas bannen, der first pick, ja? Oder second Also, pick. der hat auf seinem anderen Account hat der Most played Nidalee, aber ich meine. Also, ich kenne den halt in meinen Erinnerungen als Und Nidalee machen wir Ushi-Player. Nidalee dann? Ja, nochmal Nidalee raus. Wir haben Ezreal und Six haben wir jetzt hier. Hast du keinen Bock auf TF? So. Wir können auch TF spielen, ja. Das ist Die haben super okay. Aurelion gebannt gegen mich, die wissen Bescheid. Ey, wait, die disrespecten die uns. Ja, die haben einfach, die sind Scrim. Beim Fahrer einen Bann nicht mal. Ah, das ist noch Pre-Nerf-Trundle, right? Ja. Ja. Yes. Ja. Das Picken das ist hier flexbar, glaube Six ich. Ezreal? Oder? Ja.
6 Ezreal. Und wir gehen. Gegen 6 müssen wir flexen. Oder ich, aber ich weiß nicht. Wo ist eure Prior höher? Mit einfach Ezreal. Ezreal, glaube ich, oder? Wenn Ezreal machen, ja. Jungler, findest du 6 Mitte an sich gut? Ja. Ja? Ich finde er gut, ja. Dann können wir einfach... Aber wir müssen dann... Ich denke, mach mal Ezreal Jungle jetzt, denke ich. Dann lass dir Ezreal Nocturne picken, ja. Und dann können wir vielleicht... Ja, genau. 6 als Third. Und dann können wir 6 an 3... Nocturne into Trundle? Whatever. Also ich meine, du kannst halt trotzdem dein Ding tun. Ja, okay. Du kannst auch TF Nocturne spielen, ja, mit Globus. Ja, das stimmt. Gusche Shen dabei. Ist auch noch offen. Chibi dabei. Ich kann jetzt schon mal sagen, Knight spielt sehr, sehr aggressive und overextended sehr, sehr oft. In fast 90% seiner Games. Darf ich einen Vorschlag machen? Och nö. Wenn ihr mich spielt, lasst ihr mich hier Yumi spielen, damit ich essen kann. Und Yumi wäre hier sick mit Ezreal Nocturne. Also... Depends, ich hab Rakan oder so, sehr viel. Also jedes Game schon gegen Rakan. Oh nein, Rakan ist weggepickt. Also, nee, wie viel Picks hast du gegen Rakan? Also ehrlich gesagt, ich fände das nicht schlimm, Yumi zu haben. Nein. Yumi ist halt auch diesen into Rakan, weil. Genau, into Rakan. Du kannst entweder den Flank mit einer Ult als Zoning Tool benutzen oder wenn er frontal engaged, wird er einfach geroutet, wenn er engaged. Also es ist wirklich nicht bad into Rakan. Was, wie findest du es, Brücke? Ja, komm machen. Okay, nein, let's go. Aber darf ich da dann echt essen? Nein! Du musst League of Legends spielen, so wie wir alle. Ist Essen da? Aber ich glaube, wir hätten wir nicht Yumi picken müssen hier, weil die anyway nicht gebannt wird. Aber wir wollen, also was wollen wir sonst picken? Midlane und Turbo 2 waren. Was spielt man auf Yumi für Runen? Ich finde Yumi scheiße, man, in The Rock Gun, I don't know. Können wir bannen jetzt hier? Wäre einfach Action Pause, irgendwie. Jungle. Nee, ja. Nein, bann mal hier Midlaner, bann mal hier Syndra und LeBlanc. LeBlanc, er war ein großer LeBlanc-Spieler. Was ist mit Camille oder so? Der spielt keine Mel, meinte Kreppo. Aber das ist doch Lucian Mitte. Das ist niemand spielt Botlane. Das kann auch Lucian Bot sein, theoretisch. Ach, niemand spielt Lucian Botlane. Echt? Ich hab mehr Lucian Botlane gesehen. Habt ihr nicht gestern Lucian Botlane? Nein, nach die Anruhung von Lucian, dann spielt man Lucian Botlane. Aber das ist die alte Batch, ne? Yes. Richtig. Oh. Wait. Nein, nee, der wurde doch schon geändert, oder? Nein, ist schon der Change. Leute, ich glaube, er will nachspielen, actually. Ich glaube, dass der Botlane spielbar ist, oder? Ja, das ist ein Most Played. Wollen wir einfach dann macht nah weg, ja. Wir sind doch Redside. Bann mal. Arbeit damit. Spann kennen. Bann kennen. Ja, dann Bann kennen, sure. True. Guter Card. Akali wäre auch ein guter Ban gewesen. Gehen wir ein bisschen Last Pick? Können wir machen, ja. Ich meine, wenn ich nah blinde, wird der Jace picken oder Irelia, wenn Irelia spielt. Also, es kommt halt drauf an, wissen wir, ob es. Irelia ist gebannt, ist nur Jace. Die Ban selber nah. Ist TF nicht so uncountable jetzt? Was ist denn TF Country? Silas? Ja, die nehmen Silas dann. Ist nicht Lucian auch schon quite gut gegen TF? Ja, Lucian ist Global auch. Okay, machen wir dann Blind Top. Nar. Nein. Der ist gebannt. Actually, lass einfach 6 blinden. Ja, okay. Oder? Das ist sehr schwer gegen... Das ist bad gegen Lucian. Ja. Aber egal, nehmen wir 6 einfach. Also, das ist fein. Ja, das ist sehr schlecht. Aber ich mach mal eine Coach Note. Ich finde Yumi gegen Rakan scheiße. Da Rakan immer roamen kann. Ja, aber du sitzt ja dann auch nicht mehr... Also, du sitzt ja auch nur noch auf Nocturne. Spiel ich hier Ludens oder Moonstone oder Shirelias? Ich weiß nicht, also gehe ich Ludens mit Q-Max? Ich glaub, wir haben ja keine Yumi-Mains. Wir haben zwar eine Menge Support-Mains hier, aber keiner ist so tief gefallen. Oh, ist wirklich der Bot mit Lane. Oh, okay. Ich glaube, du spielst Ludens only, wenn du Single AP Damage bist. Noch schlechter! Das bin ich hier nicht. Also, Echo ist noch schlechter, ja. Moon. Echo ist auch echt schlecht für mich. Ich glaube auch, wäre ich jetzt auch gegangen. Außer ihr braucht, also ihr habt halt mit Nocturne schon engaged, brauchst theoretisch kein Shurelias. Nee, ich glaube auch, dass wir Moonstone ist. So, Brücki, was spielst du für Summoners? Achso, einfach Flash Exhaust, denke ich. Ist ja doch ein Healing Knight. Ist Brücki nicht ein Yumi OTP? Was nimmt denn Kali mit? Brauchen AD Topliner, ne? Ja. Gangplank. Einfach Set spielen. Oh, Set ist diesen hier, ne? Set ist so broken. Das ist, wir brauchen ein bisschen Tank Presence, aber. Set ist, glaube ich, gut hier. Ja. Gegen Trundle? Ich meine, ist nicht optimal, aber es sind viele AD Topliner raus. Ist so bad gegen Trundle. Renekton anbieten oder Jace. 3 Sekunden. Ich glaube, Set ist gut. Wir haben doch aber auch Mundo, oder nicht? Set. Ist das nicht Mundo-Top? Ja, genau. Ja, einfach, also Set gegen Mundo ist so gut, oder nicht? Das ist doch komplett, ja, klar. Aber wenn du Mundo ultest und er seine Passive hat, wird er dann geschleudert? Nein, aber ich mach trotzdem Damage. Der fliegt alleine dann, ja. Machst du Damage auch außenrum? Also, ja, oder nur an ihm? Ah, okay. Ja, ja, ich mach nur außenrum Damage. Er kann wegwerfen vom Damage. Das ist quasi eine Explosion. Okay. Wenn du in der Mitte der Explosion bist, nimmst du Damage und immer weiter außerhalb weniger Damage. Ah, okay. Sehr gut. You and me, we got this. Wir haben jetzt nur einen guten Yumi-Champion, ne? Wait, actually hättest du nicht Jax spielen können? Nee, Ezreal ist doch ein 10er Yumi-Champion und Nocturne. Jax wäre hier fein, aber ist nicht so gut. Gegen 4 Outer-Decker, no? Ja, wäre fein, auf jeden Fall, ja. Mach mal ruhig eine Prior-Check und einen Early-Game-Plan.
Early Game habe ich Pryo in dem Matchup. Das wird bloß ab einem gewissen Punkt sehr schlecht. So ab 7 oder so. Ja, Early Game haben wir Pryo vielleicht? Ja. Ihr könnt für die, also wenn, die wenn ihr euch. Na, wenn die euch fighten, ihr habt Summoner Advantage. Ihr könnt das safe fighten. Ja, das stimmt tatsächlich. Das Yumi, Yumi ist really strong Level. Weil du halt einfach einen Combat Summoner mehr hast als die Gegner. Das auch. Ich kann safe für Pryo spielen, wenn ich soll. Aber ich würde ansonsten Early Game wahrscheinlich chillen. Mono ist echt ziemlich stark Level 2. Actually, wenn die All-In, also nimm mal noch nix auf Yumi und wenn die All-In, Skill eh. Das ist 100 mal besser als Q dann. Ja. Hip Cock. Hey Leute, das sind unsere besten Gegner während dem ganzen Bootcamp. Jetzt will ich eins erzählen hier. Und ich will Yumi. Du wolltest Yumi. Ich bin auch mal gespannt, ich Yumi gegen essen. Rakan, weil Krapus Point, dass Rakan free rollen kann, ist halt schon cool. Ja, wenn wir hier gut absteigen, das müssen wir alles geben. Okay, ja, er spielt Conqueror actually, holy fuck. Diese Logik ist irgendwie weird, aber okay. Nein, Agorin! Aber es ist Training, nicht. Du musst dich mal heilen lassen. Das ist tatsächlich das beste Training, das wir haben. Nee, ich weiß, aber ich meine, das heißt noch lange nicht, dass wir dann Erster werden. Aber schaut mal, wie süß der Yumi zuzwinkert. Wir alle, wenn wir gegen die gewinnen. Okay. Agorin, du musst dich mal ein bisschen mitreißen lassen hier. Ja, okay, wir werden Erster, alright, let's go. Ja, das höre ich schon lieber so. Also genau, was man ja normal eigentlich gegen Yumi Lane macht, ist auf Level 3 mit dem Jungler diven, aber ich glaube, das könnt ihr einfach nicht, weil die Wave, also ihr könnt die Wave halt contesten. Weil wir halt einfach auch objektiv nice. Die bessere Botlane sind, ne? Ja. Also ich hätte mir jetzt mehr gewünscht, als ein trockenes Ja von Agorin, aber ich nehme das auch. Das war immerhin kein Nein. Oh. Du sagst das, ne? Meine Arme tun weh, du. Ist irgendjemand mechanically behindert jetzt? Ein bisschen vielleicht, ja. Ich schon, aber deswegen spiele ich ja Yumi. Oh, shit. Ach, die Ausreden kommen später. Lass mich erstmal kurz 0-5 gehen. Der Edikill von denen ist ja bad? Ja, der hat 740 LP oder so. Also was Panda gesagt hat, ist wichtig. Knight ist legit der größte Griefer gewesen, was das Blood angeht. Er ist immer gestorben in ProDiff. Immer. An jedem Gank. Early Game. Wo packe ich das Pinkboard Level 1 hin? Hier einfach wahrscheinlich, oder? Actually, willst du es hier hin tun? Ich komme. Dann kannst du, also kann er nicht invaden. Unser Yumi startet mit einem Control Ward. Ja, so macht man das. Wenn du einfach von links nach rechts, von rechts nach links wehst. Also wenn ihr gut spielt, ich kann auch für euch miauen. Ja, mach. Ja, hat schon jemand gut gespielt? Alter. What? Nee. Die Pizza? Wieso bekommt er als erstes? Wir haben zuerst bestellt. Also, der blickt sich. Was für ein Delivers wurde wahrscheinlich. Nee. Ja. Weil die Lady vielleicht hier, ne? Oh mein Gott! Gar kein, ich hatte zweimal Bolognese. Ja, die sind hier bei uns drin, das ist echt nicht fair. Ehre, Mann, Ehre. Ich hatte noch eine Margarita. Wir können ja nicht mehr contesten, guys. Ja. Weil Beruki eh hat. Also muss ich raus hier, ne? Ja, die ist nicht geschnitten, bei euch. Auch so ein Leash-Top-Seid. Alter, könnt ihr eure Pizza jetzt nicht essen? Ja, nein, ich esse nicht. Let's go. Achso, okay, ich dachte, wir reden über Pizza noch. Nein, wir spielen jetzt. Also entweder wir fangen direkt jetzt Top-Set an. Tolkien? Wollen wir late invaden? Weil bist du spät. Die sind bei uns, also das ist halt. Also wir könnten direkt beim Blue anfangen, weißt ja, du? Würdest du mir helfen? Laufen. I think ja, okay. Dann komme ich da auch hin. Ich laufe über Pinkwood zu dir. Ja. Beide Blasco. Mate, ich hab den falschen Spell geschillt. Ja, let's focus und keine Pizza essen, no way. Mhm, mag ich. Naja. Was noch? Ich könnte natürlich super cheesy sein und nicht Level 2 oder so. Am Mundo wird er checken, dass ich von da komme, ja. Nee, ich glaube, die wissen Bescheid. So ein Kind of a Map Slit. Hm? Ein Wort für den hier. Wir haben keinen Speaker. Achso, ja gut, Lucian, ja. Der Pryo top. Irgendwann divebar, oder? Naja, nicht fürs verdammte Early Game, nein. Okay, dann gehe ich auf. Von oben nach unten. Hast du einen interdaten Trade, aber ist nicht absehbar. Mitte läuft sehr gut aktuell. Geil. Botlane, könnt ihr gedive werden? Klar. Ja, klar. Helfen?
Ich hab aktuell TP. Oh mein Gott, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ich bin schon dead. Bist du denn? Ja, klar. Ich TP, ich TP, ich TP. Haben wir was an die Brücke? Wir haben den Rest noch ab. Wo ist dein Flash wenigstens? War kein Ding. Aber ich kenn's nämlich nicht. Bin ich auch ein bisschen nicht so geil, aber es war einer Guest. Tron hat geflasht. Kann die zusammen das Time go? Ja. Wer hat von denen noch geflasht? Jungle? Brandl hier? Drakan hat auch geflasht. Der wird für die Topside-Grave vielleicht auch noch gehen. Mitte 100, von denen wird wahrscheinlich TP. Aber schon. Try, ja. Also wenn die Darlingsgruppe wieder callt, bin ich viel besser in TP-Position, by the way. Dann kann ich viel früher TP'en. Jetzt mal angucken, ob's freeze. Er hat gerade gewardet, Mundo, I think. Denkt an Mundo TP-Advantage. Aber Mundo ist weggegangen, also du musst, also, der Midlaner von denen kann immer moven gerade, ne? Da musst du super aufpassen. Ja, überleg den zu gehen, aber ich hab dich einfach Base. Ich hab 2 Sekunden, ist wieder hier. Und ist noch ein Lane. Der pusht auch mit dem Metaller, sagt er. Born in CS, what the fuck, what did he do? Er löst das Spiel gegen den echten Tollkühn, ne? Ja, die Mana-Kosten sind leider ziemlich horrend am Anfang. Ich bin Botzeit gleich, also falls wir für den nächsten Dive ansetzen. Der Echo hovert Bot, die wollen diven. Ich kann resetten und tippen. Ich hab Pickaxe, also ich bin sehr viel stärker als der Trundle, by the way. Ich bin sehr viel stärker. Können wir auf den Trundle gehen? Kann TP aktuell. Der Trundle hat keinen Flash. Nehmen wir doch, oder? Warte, bis sie hingehen, ja. Jetzt können wir fighten. Okay. Nice, Team! Geil! Miau! Werde ich nicht flashen müssen, du hattest das ja. Augen geht weiter noch, Augen geht weiter noch. Wir kommen jetzt? Alter, Team! Let's go! Ich kann nicht defieren müssen. Lucian ist geflasht hier. Wie gut seid ihr denn? Das Game ist over, glaube ich, oder? Ja, na, let's focus, let's keep focus. Wenn wir es jetzt clean runterspielen. Ja. Das ist true. Sauber bleiben. Lucian ist geflasht, wenn du das heilen möchtest, ja. Hab schon. Okay, moving. Midwave steht schlecht für mich leider. Nein, nicht gut präpariert. Ja, Wave auspushen ist auch nicht gerade die Stärke von der Katze. Korrekt. Der Tunnel zeigt ja, ich werd gleich rechtzeitig rauskommen. Also, ich weiß nicht, was er tut. Ehrlich gesagt, ich glaube, er kommt für meine Tunnel. Ich kann auf ihn move. Ja, der ist komplett tot. Tunnel kein Flash, Tunnel kein Flash. Das ist dead. Meinst du noch Topside raus? Nee. Er hat mich jetzt gesehen. Er hat Blastcone, I think. Ganz kurz warten, bis er sich entscheidet. Echo, komm. Er hat kein Flash, ne? Echo ist hier, ich komme. Rakan kann halt auch da sein, ne? Er dürfte nicht zu lang fallen. Ich hab noch Triumph, also. Ich kann rüberflashen, aber ich will nicht. Du bist aber tot. Nice. Good job. Ja, dann. Du bist so dumm, da. Let's go. Ich meine, das ist ein Nexter, oder? Aber ich weiß nicht, warum Ton das gemacht hat. Ich hab immer Prime. Nein, der ist tilted. Ah, wir werden sehen. Du musst ruhig bleiben. Denk dann, Mondo hat die Speed. Wie viele Gänse wir verlieren, wenn wir so vorne sind. Go, let's go. Umso schneller wir finishen, desto früher können wir essen. Nur so nebenbei. Oh mein Gott, actually. Halt mal deinen Maul, Kani. Nein, aber das ist doch der perfekte Anreiz. Ich würde das gerne ernst nehmen jetzt. Ich will einfach gewinnen, weil ich gewinnen will. Ja. Können wir den Toplane ulten? Ja, ich kann ihn ehen und dann ulten. Rakan ist missed. Okay, Rakan ist hier. Aber er hat Flash, dein erster Ult ist wahrscheinlich besser, woanders da gewinnen. Wenn ich meinst du? Ich glaube, dass er einfach nur Free. Kann über E free und Double E. Ich hab schon 3. Ja. Oh, ja, ist free. Wir gewinnen. Auf Trundle, oder? Gerade keine E. Ja. Ich hol ihn zu dir. Good job, Kings. Nein, ich wollte ein bisschen seine Flash mitnehmen. Ja, bitte. Also ich bin though. Egal, er kann nichts machen. Die haben nur gesackte Wave, aber... Das ist niemand. I mean, wer kann denn kommen? Niemand gerade. Niemand. Wir können respawnen und kommen. Okay, Space Move. Die Move jetzt aber, Freddy. Die können in der Mitte moven. Die haben übel Prior. Ja, die kommen zu dir. Übel Prior, nicht nur ein bisschen, die haben übel Prior. Ja, die haben halt... Ja, fuck off. Alter, wie kann ich denn den da nicht singeldingeln, Siehst du Rakan bitte? Ja. Oh wait, ist das mein? Ich glaube, der ist. Actually, der ist nicht resingle. Schnau mit, komm her, setz dich auf mich drauf. Am übel Prior. Nein, ich hab gepinkt. Never bad, leider. Ich hätte ihn zweimal killen können. Ach. Aber deine Wave ist fixed, at least. Ja. Haben sie gut gemacht, ich hab überhaupt nicht dran gedacht, dass der Lucian da lang laufen kann und dass der dann. Oh, bei ihm auf jeden Worten. Wir hätten vielleicht Dragon machen können, oder? Denkt an den TP-Advantage, wenn ihr vielleicht spielt, ja? Wir fighten. Okay, die haben TP-Advantage. Wir haben TP-Advantage und Trundle könnte irgendwo sein. Wir wissen nicht wo. Nice. Ja, dann fange ich den Dragon an, wie sieht's aus mit Level 6, Kani? Willst du schon auf mich? Also ich bin gerade Level 5 geworden. Also aber eigentlich kann ich, Harold. Ja. Ja, dann komme ich zu dir.
Okay. Der Brücke ist fein. Echo Missing, Echo Missing. Der kann top kommen gerade. Vorsicht. Ich respekte. Hast du ein Wort-Token für den Herald? Ja. Aber es ist ein bisschen risky, in River zu laufen. Ich will jetzt also okay, wir gehen da direkt hin. Wollen wir contesten? Ja, wir haben uns gespottet gerade. Ne? Hier sind die Summoners. Ja, okay. Die Flashes von denen kommen jetzt alle ab. Nur der ADC. Nur ADC. Ich versuch's zu übernehmen. Ah, not possible. Ja, nicht possible. Ja, wir sollten den nicht machen. Wir gehen erstmal Waze pushen. Ah, ich meine, du bist ziemlich dumm. Wie ist jetzt mein Gameplay? Ich bleib einfach auf dir hocken. Ja, du bleibst einfach bei mir. Soll ich hochswappen? Ich bin sehr stark. Nee, ich hoffe, du bleibst unten, wenn du gewinnst. Die wollen jetzt. Ich kann mein Lied nicht pressern, so richtig. Allein, obviously. Also ich bin nicht gegen Lucian von Vion. Ich werde sobald ich kann. Er schubt die Fire, Sink. Ach, ich krieg. Die sind alle Mitte gerade. Hat Schwanni gerade wieder angefangen? Guck, Schande. Die gehen wieder drauf. Wollen wir auf Schande gehen? Ich hab keinen Ignite, aber. Können wir den da oben killen? Lucian hovert noch, ne? Lucian ist noch nicht Bot. Lucian ist noch nicht Bot. Dann lass das einfach whatever machen. Ich hätte gerade den Mono. Ich glaub, das ist whatever. Die Orts scalen sich halt auch. Ja, maybe. Wir sind zu fünft halt, ne? Bot. Will Toplane töten? Ja, ich glaube schon, oder? Vorsicht, der Rakan ist auch noch da. Ich kann seine Passive bekommen, ich kann einfach ulten und danach. Okay, ich hab keinen Sweeper. Naja, wenn du jetzt ultest, glaube ich, stimmt. Ich brauch seine Passive. Vorsicht, Rakan ist Botzeit schon. Chase, oder? Chase. Tank Tower. Bundle ist oben. Halleluja, das vergesse ich immer ab und zu. Echo kommt jetzt hier. Echo kommt, ich glaube, wir müssen hier raus. Ich bin schon dead. Ihr müsst raus dann, ja, oben. Er kann Botzeit. Er ist wieder mit. Ist halt fein, Echo ist Mitte. Nimm noch eine Wave, oder? Kannst du vielleicht rausgehen? Ich bin, also ich bin 10 HP, ich kann nicht rausgehen. Ja. Ich war zu gut, dass ich den Tower getankt hab, ne? Hat der TP? Wir wollen jetzt Botlane Play aufsetzen auf Brücke, Leute. Ich geh jetzt raus und jetzt können wir Botlane killen. Jo. Wir müssen aufpassen, dass Brücke ich nicht hab TP in 10, dann kann ich Brücke retten, aber er ist komplett fein, I think. 5 Sekunden mein TP. Ich glaube auch, dass er komplett fein ist. Ich glaube, Brücke ist komplett fein, ja. Danke dir. 15 Sekunden für meine nächste Ult. Ich hab jetzt einen Dark Seal, denke ich sogar. Hier fehlt der Rakan, also Rakan killen wir. Warte, könnte von hier kommen. Hier ist ein Ward. Fest worden. Der Lucian hat wieder Flasher. Hat der Mundo gerade geflasht, Entschuldigung, hat er, oder? Ja, hat er 100%. Mein Flash einfach. Nee, ist Setting her? Rakan jetzt Level 6. Also, wann haben wir Nocturne Ulti wieder? Kann ich hier rein? In 30 noch. Ich bin stuck am Tower, ne? 100 TP's? Mundo hat nicht TP, nee, aber ich hab wieder TP auch ab, also ich kann's matchen. Oh fuck, wir können Bot pushen, by the way. Nice. Können wir die hier also abhalten? Vorsicht, Mid ist immer noch missing. Mid ist missing. Was ist Sweeper hier? Nee. Wollen wir Botlane diven? In Rakan rein würde ich, glaube ich, nicht. Boah, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das möglich ist. Ist vielleicht möglich, aber ist das dort Risiko wert? Du musst aufpassen, weil es der TP hinter euch hatte. Ich kann es matchen, though. Ich habe kein Ward, though. Ich chill hier gerade einfach. Vielleicht machen wir den Play auf mich gleich. Echo ist Mitte zu sehen. Ich kann Botlane haben, ja. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu aggressiv. Die wissen, dass da was im Busch ist, im wahrsten Sinne. Ja. Ich glaube, wir sollen Echo holen. Echo ist wieder Mitte. Actually, ich glaube, wir sollen Echo holen. Mono hat Ulti ab, ne? Der hat die noch nicht geskillt. Ja, also, Mono kann Midlane sein. Wenn ihr warten könnt, dann traden wir das einfach. Wenn Mono wartet, bis er sich top zeigt, wenn es geht. Okay. Der hat Ulti, ja? Ah, meine Ulti ist bad. Sorry. Mono kann Midlane sein. Okay, ich glaube, by the way, also ich habe gesagt, nein, ich sollte farmen oder so. Okay. Ja, ich finde. Weil das dann auch wieder. Also auf zwei Items bin ich halt 10-mal stärker, können wir unten wahrscheinlich alles machen. Ja. Wir können auch hinter Echo Botlane. Wir können Lichard hinter dir. Aber hat der Echo gerade geflasht, oder? Ja, das ist geflasht. Okay, dann lass Bot. Na was? Oh, ich bin dead. Nein, du bist nicht dead. Oh, der können wir Botlane machen? Ja. Was? Können wir mehr machen? Ich kann hinter die TP jetzt. Mundo sieht das. Die werden das counter. Das wird 5 on 5. Aber die sind schon chunked. 5 on 5. Oh, Lucian, maybe? Sehr, sehr spät, Guys. Ich bin sehr, sehr spät. Ich glaube, ihr solltet raus. Wenn ihr mal Lucian hinten könntet. Solltet raus, Guys. Ihr solltet raus. Ich bin Mitte hinten. Ja, hitte Mitte und ich clear unten Wave. Einen Platz krieg ich, maybe. Das können wir, glaube ich, nur machen, wenn Agorin da ist. Ja, generell sollten wir mit Brücke spielen, statt von Brücke weg, basically. Ja. Ja. Wir haben uns gerade dafür entschieden, dass wir Botlane nichts machen können. Also. Mitte Tower ist gleich killbar, finde ich. Wir können weitermachen. Fertig. Wenn du mit TPs kriegen wir den Turm. Soll ich? Ja, wenn du möchtest. Ja. Dann machen wir so. Ich glaube, wir hätten Bot ausstechen können. Das war ein crazy game, was Marco angeht.
Haben wir den Dragon? Jetzt habe ich auch wieder Ult. Jetzt kann ich wieder mitfighten. Ich habe nicht mal allzu viel Mana, Brookie. Also ich würde jetzt hier nicht, wenn die. Ich würde jetzt hier gerne basen, wenn die Botlane von denen gleich wieder da ist. Sollte eigentlich noch Pressure haben, bis wir entweder Dragon gemacht haben oder was. Was wollt ihr nach der Wave zum Dragon kommen? Ich glaube, es ist auch ein Dragon nehmen. Ich habe in 10 Sekunden wieder Ulti, aber ich habe dann nicht mehr viel mehr Mana. Aber wo actually ist eine Pflanze? Also hier? Die werden maybe Crossbow probieren, oder? Nee. Sind niemand Top-Lane gerade. Vorsicht bei Brücke. So kann man da ulten? So bad, sorry. Turn. Echo kommt top. Willst du Botlane? Okay. Ah, du kannst es nicht springen, oder? Ich komm. Also Brücke, was haben die gerade? Kannst du spät oder nicht? Nur Gale Force. Was? Weißt du was? Ich lasse dir einfach den Turret. Geh Jungle. Gehst du hier Base? Ah, du gehst Jungle. Ich geh Base. Brücke, wartest du bitte den Base auf mich? Mein Recall läuft gerade. Uwu. Let's got them right. Nein, im C-Plex noch besser. Ich hab hier übrigens. Die sind wahrscheinlich Topside, also der Trundle, weil der nimmt wahrscheinlich unsere Topside. Es schwer mich zu diven, though. Also ich bin actually insanely strong. Echo on his way. Echo on his way top. Ja. Ich kann jetzt wegrennen. Wir können retaken, wenn ihr Record seid. 30 Sekunden noch. Ich bin ein absolutes Monster jetzt. Wenn ihr helfen könnt, dass ich Topside spielen darf, dann ist richtig. Ich stell mich hinter dich. Und das hier, Echo wird auch Topside sein. Ich will den Turm nicht abgeben, das ist voll der Spiel. Nach dem Base kann ich auf jeden Fall kommen. Ich glaube, du bist fein jetzt wieder. Ich bin da, ich bin hinter dir. Wenn die dich diven, habe ich Ulti. Ich glaube nicht, dass sie können. Aber ich würde danach gerne wieder Mitte gehen. Wenn ich darf. Naja, ja, ist jetzt schon fein. Der Timer ist eigentlich over, die muss Midwave beantworten. Also eigentlich sollten wir Topside rotieren. Wollen wir hier mal rein? Ich habe Sweeper und Wands, bitte. Ich habe Ult auch. Und ich habe Ulti 30 bei mir. Wir sollten wahrscheinlich diese Wards hier setzen und Toplane mit der, also die Wave protecten eigentlich. Ich glaube, wir sollten jetzt dann Dings da runtersetzen. Wir kommen. Und dann D1 spielen oben. Ah, fuck, der Sweeper läuft aus. Ich hol Push Mitte und wir spielen den Top rein, Leute. Also wir wissen nicht, wer oben ist, ne? Richtig, ja. Wahrscheinlich. Es kann auch sein, dass hier geworden ist. Zwei Mitte. Ah, dann reset ich ja gestern. Okay, hier wurde gerade reingewardet in den Busch. Hoch. Gehen wir einmal alle zusammen hoch. Defensiv hoch. Wir können wir droppen, maybe? Ich glaube, wenn du im River rein. Dann lass Herald und Top Tower nehmen oder so. Für Bot Tower. Ich werde Bot Tower nicht defenden. Jetzt Herald machen können, während Echo Top. Wenn Echo TP muss, wäre es optimal. Die pushen Mitte. Aber ich darf eigentlich, ich muss Mitte bleiben, ne? Ja, du musst Wave nehmen. Jetzt schon wahrscheinlich zu spät, vielleicht kannst du. Kann das, glaube ich, so. Du kannst zu Freddy gehen. Ja, aber ich mach nicht viel mit. Nein, die können nichts machen, die können nichts. Ich bin da. Ganz ruhig. Ich hoffe, mit deinen. Boah, Alter, der Heal. Wir werden mich jetzt nicht Botlane diven dürfen am zweiten Turm, weil das ist fantastisch. Ich kann nicht hier covern. Wir sind zu zweit oben, ne? Ich glaube, wir heralden einfach top dann, oder nicht? Dann nehmen wir einfach Inip. Ja, wenn. Oder Inip Turret? Was ist mit TP von Echo? Der ist gerade busy. Die sind alle down, glaube ich, die TPs. Waren die nicht alle bei uns? Wir haben 5 Mann unten gefightet, ne? Echo da TP'd? Mund auf jeden Fall. Ja, kommst du dazu, Freddy? Nein, ich muss nicht TP'd, actually, du hast recht. Dann Echo TP'd mir noch ab. Gar nicht. Ich komme? Ja, lass enden. Hängt an Echo kann und Recon TP'n, aber er ist noch in mein Face. Kannst du chasen? Bisschen, ja, aber er kann überwinden. Hm? Er kann basically jetzt TP'n. Da wollte ich nicht mit rein. Bist jetzt raus, by the way. Ich hab noch Summoner Heal. Echo kann da sein, Leute. Gut. Ich save meinen Shutdown, ne? Good luck, guys. Falls er. Fallen, no? Da ist Echo. Fuck, ist fallen. Uff. Hätten irgendwo hinten unter uns in Wards. Jeder für sich! Save the cat. Ja, war overextended von uns. Haben sie gut gepunished. Oh. Kann ich weiter chasen? Er geht aber Blast Knoll, die Wand was. Sorry. Can't do anything. Oh, mein Magic Resist. Oh, bitte end. Ey, ich kaufe übrigens Anti-Heal. Muss keiner von euch machen. Ich hab bald Purifier. 1,5 Minuten auf Drake, ich denke, dass das nächste ist. Ich hab normale 5 gegen 5 Fights, verlieren wir nicht. Nein, wir gewinnen alles. Ja, wir sind super strong Teamfights. Alles muss gut. Alles im Bruder. Wenn Brücke hinten darf und Agurin Helm geht, ist perfekt. Ja. Er hat auch kein TP mehr dafür, by the way. Wie sieht's aus? Hab ich hier ein Taxi oder laufen alle von mir weg? Ich werde von oben nach unten Völkchen für Dragon. Brücke? Danke. Ich konnte noch nie erkannt, so viel geredet, wie wenn er Yumi spielt, Mann. Warum? Ja, ich hab die letzten 10 Minuten kein Wort gesagt. Brücke. Ja, Drake, ich brauch einen Taxi. Ja, wir fighten Dragon. Wir fighten Dragon, 15 also. Sekunden. Wenn wir jetzt eine Wave Midlane Power kriegen, kann ich mit euch durch den River durchlaufen. Wir müssen wahrscheinlich warten, noch 10 Sekunden. Auf Freddy's CP, ja. Bin ich auf Nocturne oder auf Ezreal dann, useful? Dann baue ich eine Wave. Also, Ezreal, ich glaube, im besten Fall sollte es am Anfang des Fights auf mir drauf sein und dann zurückjumpen auf Ezreal, wenn ich raus bin aus dem Fight. Ich hab TP in 20. Ja, dann stirbst du auch nicht. Wir haben jetzt gar keine Bot Control, ne? Wir sind sehr, sehr split und. Wir haben Kontrolle im River.
Und bist du nur der Echos gerade? Können wir mal hier rein? Der ist auf jeden Fall nicht top, weil ich glaube, die wollen Dragon contesten. Ja. Ich bin fein, aber die haben, ich habe jetzt... Können Mitte helden. Mitte pressern, könnt ihr Mitte pressern? Können wir nicht sogar auf den ulten? Ja. Mein Tipp ist 3. Kannst du den ulten? Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Doch, es reicht. Ja, klar. Soll ich ihn nehmen? Wir fein mit? Komm mal. Geh rein. Zeit. Ja, vielleicht... Okay. Echo hat gar nichts, ich stelle auf Chance. Können wir doch hier gucken, können wir gucken hier? Mhm. Der Fight hier nehmen? Der Tunnel? Der ist free, ne? Ich hab gleich Q. Alles gut schon. Ich bin piss aber wir können trotzdem den Drake machen. Du schaffst den Flash und gegärt. Ich denke auch, dass es geht, ja. Wenn du mir auf mir drauf Dings ist geflasht, Echo ist geflasht. Das war my bad, wir hätten das mit der Ult besser koordinieren müssen. Ja. Ich wollte ihn halt nicht sehen, weißt du, weil er Flash hat. Da wusste ich gar nicht, ich dachte, der hat kein Flash mehr. Wir hätten da auch Top-In-Hit nehmen können, by the way, gerade. Ja, das ist aber das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir Leute, wir wollen Teamfights. Kann jemand die Camps nehmen? Ja, ich push Bot raus, dann kann ich sie nehmen. Also Red ist auch ab. Ja, ich würde Red nehmen gleich. Alles nehmen, ja. Ich brauche 100 Gold. Der Echo hat diesmal keinen Flash, vielleicht können wir den Instant ulten und dann Nash machen, Guys. Ah, hier. Ich brauch den Pink, ne? Da kann ich nur Flash, by the way. Was haltet ihr von der Idee? Ich könnte damit durchgehen. Bitte jetzt einmal basen. Okay. Ich glaube, wir sollten basen, ja. Aber dann. Ich hab mein Item ready, wenn ich Dorans verkaufe. Na, ich würde nicht für Nash wollen. Lass auf die Seele gehen, no? Also dann, wir haben ein gutes Setup, aber wir haben keine TPs gerade. Also willst du für Bot Tier 2, Tier und Mitte spielen, oder? Ja, Mitte und Bot. Keine TPs, das heißt, ich muss kurz 20 Sekunden warten. Ja, ich würde einfach Mitte und Bot spielen wollen und nicht jetzt... Okay, Topside vielleicht fürs erste. Deren Nash ist auch nicht so gut, deswegen. Ja. So, ich bin super strong jetzt. Arguin kann weiterhin nach Catches gucken mit Yumi, aber wir sollten auf jeden Fall mit Bot spielen. Play for Brücke, guys. Ich hab jetzt auch schon Putrefy, ich hab so viel Anti-Healing jetzt auch gegen die, das ist komplett nice. Auf wen soll ich, wer holt mich ab? Ich glaube, Brücke ist am besten gerade. Ich dachte mal, wir gehen jetzt WhatsApp rotieren gleich. Komm mal an die Wand, komm mal an die Wand. Danke. Wenn Brücke top ist, spielen wir nicht WhatsApp. Was? Brücke top ist, spielen wir nicht WhatsApp. Dann gehen wir mit. Was ist unser Ziel? Abstand unser stärkster Spieler, Leute. Ja, wir haben guys. Ich dachte, wo. Die gehen alle Nash-Seite gerade. Wir wollen doch für die Botlane-Turret spielen. Ja, aber wenn unser. Also, das heißt, Brücke rotiert jetzt einfach zu uns. Wenn Nash up ist, für die Botlane-Turret spielen. Ach klar, ich dachte so. Freddy, komm mal her, bitte. Machen den nicht. Fährst uns einfach gepackt. Okay, lass einfach Brücke jetzt mit den rotieren. Ja, genau, Brücke rotiert jetzt mit den. Dann? Dann pushen wir mit den raus und dann gehen wir in Bosset-Jungle. Ja. Die schauen mit den. Und also, wenn die nicht kommen, sollten wir fallen sein. Ich bin schon fast tot, by the way. Ja, der hat auch kein Flash, ich könnte ihn gleich ulten. Actually, wir könnten Bot den killen. Ich ulte rein. Ich glaub, seine Passive. Mir. Oh, okay, das ist stark. Ich hab schon. Okay, cool. Wait, hier hab ich da kein Ultra Low, wir können für Twitch spielen. Ja, Rakan kann auch nicht mehr fighten. Kannst du noch kriegen, ja. Soll ich? Ganz. Wer ist geflasht, jetzt ist es schon okay. Probably fine. Können wir Top Tier 2 mehr behalten? Wir können Mitte Tier 3, glaube ich, nehmen sogar. Ja, dann lass für Tier 3 spielen, solange Echo nicht da ist. Ich kann theoretisch resetten, aber ich glaube, ich sollte Botlane eigentlich nicht. Ohne kann Mitte kommen. Ich beschütze jetzt nicht Botlane. Wir gehen weiter, genau. Weil der Echo hat kein TP, der ist stuck oben, ne? Ja, ich muss trotzdem Base defenden. Ja, ist gut. Keine offene Base. Wenn ihr Botlane rotieren könnt, könnt ihr das hier nehmen. Jetzt unten auf den Tier 2? Der hat kein Flash, kein Ult. Ich habe auch kein TP, ne? Dass ihr es wisst. Echo wird gerade sehr fett. Wenn Echo nicht dabei ist, gewinnen wir trotzdem jeden Fall. Also easy jeden Fall. Ja, den einfach töten, nur Flash. Wir gewinnen nicht, die können nichts machen. Tötet den, der lädt. Also der Pillar ist halt ein bisschen disgusting. Ja? Will mich retten? Guck, Channel. Kann gleich ulten auf Echo ist durch, Echo ist durch. Der hat scheinbar doch TP. Nein, der ist gelaufen. Nee. Was? Der ist nicht gelaufen. Nein? Ich hab 2 Sekunden auf den nächsten Heal. Ah, ist fein, ist fein. Ich hab dich gerade nicht, Freddy. Brauch ich nicht. Der ist tot. Oh nein, ich bin weg! Wollen wir nashen oder wollen wir enden? Enden, oder? Einnips, I think, no? Wir können erst bei Einnip nehmen, for sure. Ich hätte den Mono auch noch gekriegt hinten, allein schonlich. Also wenn er nicht gelaufen ist, ist er fucking Usain Bolt, by the way. Nein, der ist nicht gelaufen, der ist nicht gelaufen. No way, really? Dass der gelaufen ist, der no kann way. Nicht vom Top Tier 2 hier kommen. Ja, niemals. Der hat nicht den Go-Kart aktiv, das ist eine fucking Brücke. Kriegen wir das auch noch hier oben? Nein, eigentlich nicht, ne? Ist, glaube ich, eher ein sehr, Zorn. Sehr green, wir sollten nicht zu spät resetten. Lass einfach rausgehen. Ja, fuck it, lass einfach resetten. Wir haben jetzt eigentlich Free Game, ne? Ja, ja, beide Objectives sind wir ab. Wir fighten einfach in anderthalb Minuten. Wir fighten nicht für Nash, flippen nicht, the game is over. Ja, also das ist eigentlich Game jetzt, ja. Aber so Trundle hat auf mich geflasht, by the way. Mundo hat bei euch geflasht, hat Echo geflasht. Hab ich nicht gesehen. Trundle ist dann...
Lucian Flash ist, glaube ich, wieder ab gleich. Nee, da 23,40 ist der Lucian Flash. Mhm. Holy shit, ey, das Essen. Rico hat diese Pizza auch genau neben mich gestellt, sodass ich die sehen kann. Ich darf sie nicht wirklich essen. Das ist der größte Scam ever. Oh mein Gott. Lass bitte konzentrieren. Move. Ich glaube, unser Elsie ist dead though und Elsie, wenn man nicht 6. Ich hab Ult. Wollen wir an die Wand? Wir move zu dir. 100 TP, ich glaube, das ist ein bisschen risky, guys. I mean, yes. Das ist gar nicht. Der Gott. Da unten ist ein Mund, da unten ist ein Mund. Ich will Call TP. Wir können enden, I think. Ist das nicht einmal, gell? Mund. Kannst du mich gehen, Kani? Natürlich einfach den Mund. Nice. Einfach enden. Bot, Wave. Ja, ich bin dabei. Nice. Ich hab Flash. Wenn über Pizza redet, wird er gecatcht und das ist einfach der Game-Winning-Moment. Ja. Not bad. Ja, das ist schon, Leute, unsere ersten Games zur Zeit sind so disgusting. Actually, Focus im ersten Game. Die haben es aber halt auch einfach geendet, ne? Ja, aber wir haben es auch ganz gut gespielt trotzdem. Aber ich glaube, die meisten Sachen waren gut von uns, das Game. Wir sind halt clean geblieben und die nicht, basically. Essen! Oh. Let's go! Schöne Ding! So Leute, ich hab mir einfach heute direkt zwei Pizzen bestellt, weil ich nichts zu frühstücken hatte und gestern abends nicht hatte. Also außer so ein riesen Steak. Deswegen habe ich jetzt zwei Pizzen, die ich essen kann hier. Aber ich habe eigentlich viel mehr bestellt als das und das ist einfach nur, ist mega geil, dass sie so zwischen den Games hochbringen, aber... Uff. Machen wir eine Nachbesprechung jetzt mit Panda? Ja, Panda kann anfangen. Ja, wollt ihr, Preppo, willst du anfangen oder zu... Ist mir egal, wenn du gerne anfängst, kannst du anfangen. Ah, Ladies first, machen wir hier. Sollen wir auf Kreppos streamen dann, oder wie ist das? Ja, ich hab die Stream an, wieder, warte, ich link. Welchen? Das ist ja wieder der... Fan-Obaptist, ja. Kannst du den reinpassen einmal? Ja, warte, ich hab den Link, ja. Im TS jetzt. Mein Reaper ist ein bisschen bugged, though. Ich hab den Endgame-Scream, so ich hab keinen Hotkeys. Ich muss alles manuell machen. Alright. Everyone there, or... Do I go? Ich bin der Akrepo. Ja, first point, just you need to call stack dive, right? On the dive. First point is game starts level 1. Carney is roleplaying Meow and you get invaded by Rakan. Maybe und sie redet über Pizzen, anstatt über was Rakan Level 1 machen kann. Rakan geht die Rube, ja, genau. That's whatever, you survive, you play it fine. Yeah, you get dove here and you're late with TP. You just fuck Tolkien here, basically. Ja. Really hard, but he never complains too much, so it's fine. I don't complain, guys. But next time is really good, though, by the way. If you compare this to your first games this week, you made such a big improvement. Actually, this is game-winning. Like, if you just have these comps in Div 1, you win games of it. It's complete solo win. So that was really good. No way can't die on 7 minutes to the Ubel Prio. I don't know what Ubel Prio means, but apparently means you can still die, so... But that was just, I think, tilt because he didn't get the solo kill. But it's a good reminder that Lucian can dash and give Rakan a redash. Then at 8 minutes, there's no Herald alarm, so Carney maybe needs to put the alarm again. Yeah, we'll do for next game. And I wonder, how the Herald is played. Like, I think here maybe. I think Ezreal either doesn't base ever. Or he moves straight to Herald once he bases. But ich glaube, über Mitte laufen ist besser für mich. Er hatte gefragt, aber ich habe gesagt, nee. Ich habe auch nicht verstanden, warum wir den Herald abgeben, wenn. Weil, actually, nachher hätten wir auf jeden Fall contesten sollen, aber ich dachte irgendwie. Ihr seid bei Minute 8 3k Gold ahead, so. Ja. Ich hab eine Wave gedroppt auch dafür, um ihn zu droppen, und dann ist es keiner bad, wenn wir den einfach abgeben danach. Ich glaube auch, wenn Brücki da über Mitte läuft und einfach guckt, also wir mussten nur den Play von Lucian matchen. Sobald der Lucian wieder Botzeit moven sieht, dann kann er ja mit Bot gehen, aber einfach über Mitte laufen einfach. Das Base. You can play AD carry bot if you play Herald, but then you should never base that you get two plates for the Lucian move. Yeah, right? Oder das. You go in river and you force him to come and you put your AD carry ahead, it's like Korean Herald, basically. But
I don't think, 3000 gold ahead, they should never get this herald, right? But I think it's more of a comms error. But I think no matter what, just be never afraid to commit your full team to a herald play. With AD carry moving at least until Lucian shows. Especially like if Ezreal's mid right now and in this wave stays Lucian bot, he would have to push this entire wave, walk, and then get maybe one plate. It's really whatever, especially in Lucian. I just wanted you guys to discuss what went wrong in this play from your point of view. I don't think this went that well. Die sind gerade alle am Essen. Nee, wir gucken zu. Aber nee, wir schauen. Ja, genau. Startup ist da gerade dabei. Nee. Der kommt erst beim nächsten Drag, ne? Ich bin einfach mit Yumi hart auch überfordert gewesen vorhin, wann ich irgendwie allein rumlaufen kann. Ja, das ist ein bisschen. Ja, weil es. Nein, aber weil also, sowas höre ich auch nicht gerne. Nein, könnt ihr mich bitte ausreden lassen, dann kann ich es weiter erklären. Weil es ja saugefährlich ist, wenn ich allein über die Map laufe. Der Trundle drückt eh und ich bin jedes Mal tot, sobald er mich pillert. Deswegen, aber ich glaube, ja, ich bin nur mit Agorin hoch. Ich glaube, das war fein, dass ich da die ganze Zeit auf Nocturne saß, oder? Ja. Wir haben maybe ein bisschen Power vom Ezreal fallen. Die Ult habe ich verbratzt. So, wenn ich die richtig werfe, dann haben wir da den Echo. Das war mein Bett. Aber ihr könnt doch. Doch, wir sollten einfach nichts machen. Wir sollten farmen gehen. Ah, this play. This was the play. This was the play. Sorry. Ich glaube, es ist nicht schlimm, dass er auf mich biss, aber wir sollten nicht meine Ult wasten. Ja, I guess. Ja, aber wenn wir die für Display haben, also, dann essen wir sie hier nochmal. Hier war ja die Comms. Also, Argument, wir wollen von Bot wegspielen, aber warum wollen wir von 4-0 Ezreal wegspielen? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Nein. Ja, weil Nocturne keine Ult. Nein, es gibt. Was ich meine ist, wir spielen nicht aggressiv in deren Bot rein, sondern wir halten einfach alles, was wir haben, damit Brücke spielen kann. Ich glaube, es war einfach ein Riesenfehler, die zwei Bots nicht Mitte zu basen. Genau, das ist so genau das von uns. Geh mal auf Minute 11, da war die Kommunikation von Agorin, dass er gerne Bot diven würde. Ja, dann callen wir das offen. Und ja, aber das war nicht prepared. Also ihr solltet einfach vorher, du gehst Mitte mit Yumi zusammen, push die Mitte aus und dann könnt ihr das Bot machen. So viel free, anstatt einfach... Meinst du, wir wollen zu viert diven? Ja. Ich denke, wenn du eine Prime mitbekommen kann, ist immer gut, den Sieg zu holen. Da brauchen wir Cannon Wave, glaube ich. Ja, aber dann, basically, when you're here with Sieg, they will go fog. They will not touch the wave anymore. Like, you don't even need that big of a wave anymore, because they will just respect, because they can get 4-band off without wave even. With Sieg's circle here, they're dead every time. Basically, yeah, but you can also, you can play this game a million ways, because you're really far ahead. The only thing you should avoid is just fights, because you're bored. And fights in number disadvantage. Aber ja, was wir machen ist, wir laufen doch zu zweit, also ihr lauft über Mitte, dann push ich die Wave raus und dann gehen wir Bot zu viert. Und dann nehmen wir einfach den Turret mit Brücke, you know? I mean, you go Bot into Fog once. I think the best way to view dives is a two-step process, right? You take one mid-prio to go into Fog. They were like, fuck man, they might be diving. They go back. This gives a stack. You go one more mid-wave. They are like, oh, what do I do? You go back Bot again and then you dive. Ja. Like you don't have to dive in one wave. Yeah, but you just going fog with jungle sub and mid and you just stand here, enemy bot lane will start hugging tier 2. They get so scared if you play it from their point of view, right? Because they don't know if you're here, if you're here, if you're here. Like they have no clue where you are. Yeah, the only other thing I have, I mean, you guys did a lot of things really well, by the way, but I'm not gonna show them all. But I would. I mean, you played really well, I think. But I would not go for tier 2 bots at 21-20. I think it's the only way you throw the game. Ja, aber da haben die auch kommuniziert, dass Echo kein TP hat. Und dann finde ich es okay, aber ja, Echo hatte TP. Aber der hat es wirklich wieder ready, okay. Du dachtest, der ist über die Map gelaufen. Ich dachte, er fängt jetzt einfach an zu laufen, I don't know. But even then, I think, like, I don't know, maybe I'm just too old school, right? I'm just a boomer. Ja, ich fand das auch, dass es der einzige Weg ist, wie die throwen können, so. Like, you just took, like, so many turrets everywhere, that if you just base here and set up the map, there's no button they can press. Like, you have to really int it. And the thing is, tier 2 is nice, but if tier 2 is not attached to inip, I think tier 2 is useless when you're already 5k up. Like you're already winning every fight, you're already taking every prio, and you can take every objective. You just need to set up for the Nash and end the game. Aber ich fand, but it's also, really minor, by the way. Ist eigentlich true. Nee, ist nicht minor, du hast schon recht irgendwo. Wenn da irgendwie ein Fistfight verwickelt wäre und Echo nimmt Inip oder so, wären wir jetzt noch weitergebieden. Early Game bis auf der erste, da war echt sehr, sehr gut. Ich glaube, ich hätte einfach früher Recon sollen.
Bei dem ersten Dive bin ich einfach komplett erschrocken, weil er hat mich instant gepillert, ich konnte nicht mehr in Brücke rein. Ja. Und deswegen habe ich gecallt, dass ich instant tot bin. Aber die Botlane hat nicht mich gefokust. Oder nicht in dem Ausmaß. Das war my bad, weil ich gesagt habe, ich bin eh tot und dann deswegen wollte Tolkien erst nicht TP'en. Ja. Und dann habe ich doch länger überlebt und dann ist er doch noch TP'd. Das war my bad. Ich habe die Situation einfach falsch eingeschätzt. Weil ich gesehen, technically kann ich halt den Mondo's Face TP'en, weil es ein Mondo ist, aber im Allgemeinen müsste er einfach den Slowpoke callen. Ja. Ja. Aber das war trotzdem my bad. Ich dachte, ich bin instant tot und du musst nicht TP'en, aber irgendwie hatten die dann keinen. Ich weiß, ich könnte diese Situation nochmal zeigen. Eigentlich ist irrelevant, aber ich dachte, ich bin tot. Du hast Bilder von Fog, Bilder, das ist schon ein Replay. Was ich gerne mal einmal noch zeigen kannst du mal 1350 zeigen? Ja. Also, the one small point, if you want to play Yuumi more, you guys need to talk about how you set up Vision. Because someone needs to help Yuumi. Ja, and no one wants to lose time. Das ist so ätzend. Das, ich kann ja nicht allein in den River reinlaufen oder in den Jungle. Ne, 1350, oder? 40? Einfach mal in die Six-Cam gehen. Gehen wir mal in die Six-Cam. Und dann will ich mal sehen. Ja, watch this shit. Hast du ein Faker-Play gemacht? Ja, watch this. Oh. Da-dum. Die Platten gehen gleich aus. 14. Minute. Boom! Eye of the Tiger! Du bist geflasht! Das ohne mich auch. Actually, so Respekt für diesen Flash. Respekt, ey. Respekt. Das ist ja so nice. What the heck? Für ein so, Plate und nicht mal machen. First Turret Gold. Nicht mal First Turret. Okay. Aber das ist. Kannst du auch nochmal Minute 16 gehen? Ich glaube, das war das, wie die mit dem zweiten Herald gespielt haben. Würde ich auch nochmal gern kurz drüber gehen. Mhm. Die von hier ist gut? Ja, so, ihr spielt Terror T2 und wollt dann weitergehen. Oh ja, da war es Giga Troll. Ich glaube, es ist fein, aber Tolkien muss hier Echo chasen, damit er nicht TP'en kann. Ich kann nicht. Ich habe ja versucht zu chasen, aber er blast nur E. Ich chase ihn nicht. Okay, dann könnt ihr den Play nicht mehr machen. Haben wir auch kommuniziert, doch. Weil allgemein ist er chasen. Ich so, ja, aber er kann den Wenden skippen, weißt du? Ja. Hol dir halt auch mal einen Dash. Kauf dir Stridebreaker, Dash über die Wand. Ja. Das war cool. Ja, guys, I'm saving my shutdown, ja? Oh, no. Ja, aber das haben wir aber. Wir haben es keiner kompliziert, aber wir haben nicht die Konsequenzen draus gezogen. Ja, vielleicht hätte ich einfach intensiver callen müssen, dass ich das nicht machen kann und ich sie einfach weggehen müssen. Ich denke, wenn du Even Gold bist, dann machst du den Play nicht so. Hoffe ich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich kann halt viel, viel mehr Urgency in meine Stimme reinbringen, dass Echo TP'en kann. Wisst ihr, was ich meine? Brauchst du nicht. Wenn du sagst, Echo kann TP'en, ich kann nicht chasen, dann reicht das normalerweise. Ja, aber nicht, also ist das fein, wenn ich meine Teammates anschreie, ist doch fein. Nein, ich wusste, dass er TP'en kann, aber also ich wusste halt nicht wo. Ja. Das ist immer die Frage. Aber war gut, Game. Good job. Waren da noch Punkte? Nee, nur ein-, zweimal Tempo verschleppt, wo Agrin zum Beispiel erst mit 3,5k Gold gebased ist, statt mit Teil-Items und dann die Map. Ich mach immer nur ganze Items. Ich würde gerne noch was sagen. Okay, aber lass uns jetzt nicht überconfident werden, sondern lass uns das nächste Game genauso clean runterspielen, okay? Ich finde Brücke Ezreal einfach geil.